Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr so sehen könnt, stehe ich vor meinem Kleiderschrank und das hat auch einen Grund. Denn heute packen wir zusammen meinen Koffer für meine Sprachreise nach Eastbourne. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann bleibt doch dran. Und ja, das ist mein Kleiderschrank. Ihr seht alles sehr graulastig und eher so casual-mäßig, was ich auch so gern mag. Und das trage ich eigentlich sehr gerne. Und da drüben steht mein Koffer auf meinem Bett und da switchen wir gleich rüber. Aber erst zeige ich euch noch die Klamotten, die ich mitnehmen will, denn die hänge ich hier irgendwo raus. Als erstes sowas mitnehme. Und zwar ist es so ein Karo-Kleid, deshalb nehme ich das mal mit. Pulli hier, den mag ich sehr. Das ist so ein schwarzer, einfach so ein New York American Style. Als nächstes nehme ich damit so eine Bluse, die habe ich auch schon voll viel. Mein Lieblings-T-Shirt, und zwar das Hard Rock Café Budapest-T-Shirt. Das habe ich in Budapest gekauft am Flughafen. Mit so ein normales T-Shirt. Einfach zum Sport machen oder einfach, wenn es wärmer ist, kann man noch was so ein halblanges. Und es sieht voll schön aus mit diesen Schleifen-Dings vorne. Dann nehme ich noch als T-Shirt mit mein Princess-T-Shirt. Das ist so ein Familien-T-Shirt. Jeder hat da Prince oder Princess und hat jetzt den Jahrgang drauf. Und ja, das mag ich sehr. Nehme ich nochmal ein Sunrise Avenue Fan T-Shirt mit, weil es da so Partys gibt mit so verschiedenen Mottos. Und es gibt auch so ein Fan, so eine Fan-Party, und da nehme ich einfach das hier mit. Dann als Pulli nehme ich meinen Austauschschüler-Pulli mit. Der ist richtig warm und voll riesig und ich mag den sehr. Dann noch mein Pyjama. Das ist so ein Langarm. Ich glaube, das ist recht kühl in der Nacht. Und außerdem nehme ich noch mit so ein normales langes Oberteil, das ist so ein V-Ausschnitt, einfach so ein engeres, das sieht auch ganz gut aus, mit einer weiteren Hose. Mein Pyjama-Unterteil, das ist auch so ein, es gibt auch so eine Pyjama-Party und eine Jogginghosen-Party, da kann ich das einfach zu beiden Partys anziehen. Ich weiß mal nicht, ob ich das mitnehmen sollte, weil das sieht schon sehr schön aus, also ich mag das sehr. Zum Sport machen nehme ich dann noch dieses Sportoberteil mit, dann zum Sport machen die Hose. Dann nehme ich noch eine kurze Hose mit. Wer weiß, vielleicht wird es ja plötzlich richtig heiß. Und was ich noch nicht hier habe, ist eine schwarze Skinny Jeans. Die ist High-Waist und die ist noch in der Wäsche. Aber dann nehme ich noch mit so eine Hose. Das ist so hellblau, türkis, und die ist halt kürzer unten. Was ich sonst noch mitnehme, ist die Hose, die ich gerade anhabe. Die kann ich euch so zeigen. Und zwar sieht die so aus. Ich glaube, das war es auch schon mit den Klamotten. Jetzt packen wir direkt den Koffer. Was ich noch vergessen habe, das ist der Bikini, den ich mitnehme, und zwar ist das aus dem New Yorker, so ein Fake Triangle Bikini, und den nehme ich mit. Ich nehme noch das mit, das ist so ein, zum Überwerfen einfach so eine Jacke. Ich noch mit meinem Brandy Melville Oberteil, das liebe ich sehr. Und was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist diese Leggings, die ich auch noch mitnehme, und ja. Und das nehme ich auch noch mit. So eine crazy Party, und da muss man so crazy Sachen mitnehmen, und dafür nehme ich einfach so ein grell gelbes Oberteil, was richtig hässlich ist. Und dazu halt noch diese hässliche Hose. Yay. Yeah. I done been at the bottom with no pot to piss it, but there wasn't ain't shit that was stopping this kid. I just kept my head up and said fuck a pit. A kid with a dream on the road to riches. I done been suicidal with a gun in my hand, and I'd fucking be dead if it weren't for fans. Ain't a thing that can stand in the way of my plan. Every second working hard, becoming a better man. Every day that you're alive is a blessing. You ain't alone if you're battling depression. Every mistake you make is just another lesson. Work hard every day to progression. I lost family, I lost homies. I always feel like can't nobody know me. All alone on this road, I get lonely. I'm trying to live, God, please, can you show me? Yeah.
Every day ask a question what I'm doing. Sometimes I feel like quitting, but I fucking keep it moving. I'ma be a legend and I guarantee I prove it. I think I'm going insane, I hope that I don't lose my mind. I need a sign from God to tell me I'm fine. I'm doing it for the love, they doing it for the vine. I'm doing it for my family, do it for dollar signs. My mama got fired, so you know I'm on my grind. Fucking 9 to 5, I do it for the art. I represent the kids that feel it lost in the dark. And everything in their life feel like it's falling apart. Never quitting when I start, I'm speaking right from the heart. Not rapping for the dough, not rapping just to blow. Not rapping for these hoes, I do it for the soul. I do it to inspire and to get in people hope. If it wasn't for rap, I would be hanging from a rope, motherfucker. Rest. Hey Leute, ich zeige euch jetzt, was in meinem Koffer alles drin ist, hier. Aber ich packe jetzt nicht nochmal alles aus, sondern zeige es euch nur so von oben. Ihr habt ja gesehen, was ich für Klamotten mitnehme. Und hinten auf dem Bett seht ihr noch alles, was da noch reinkommt, auch ins Handgepäck. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich. Fangen wir hier oben an, aber da haben wir ein Gastgeschenk. Das ist so ein Bodenseebuch, weil wir am Bodensee wohnen. Dann habe ich noch Handtücher fürs Gesicht und so ein, wenn wir mal in so ein Schwimmbad gehen oder so. Und ja, jetzt kommen wir zu... Das habe ich noch nicht fertig eingepackt. Das habe ich jetzt nur so reingelegt, um es euch im Koffer zu zeigen. Und zwar brauche ich die halt noch heute, weil ich gehe noch heute joggen. Dann haben wir noch Süßigkeiten gekauft, halt damit wir da was haben. Dann Double Chip Cookies Riegel. Das ist für den Englischunterricht. In der Pause, dass wir noch was haben, weil in England ist wahrscheinlich alles ein bisschen teurer. Und dann hat unsere Lieblingssüßigkeit, das sind so Apfelringe. Boyfriend Jeans reingelegt, die ich gestern noch angehabt habe. Ansonsten ist halt noch Unterwäsche drin und wir haben von, also wir haben dann noch als Gastgeschenk so Schokolade mit Schokolade gekauft. Das ist so Schweizer Schokolade und halt so voll schön und so verschiedene Sachen und die sind halt richtig lecker. Außerdem haben wir noch einen Regenschirm eingepackt, weil ihr wisst, England, da regnet es sehr oft. Außerdem würde ich euch empfehlen, auch die Wetter-App anzugucken. Ich glaube, so wird es schon gehen und dann halt nochmal eine Naked-Palette. Hier sind nochmal meine Schuhe drin. Und ja, das war es auch mit dem Koffer. Ich glaube, meine Tasche lege ich noch hier rein. Das ist einfach eine normale Tasche, die ich da benutzen werde. Kommen wir noch zu den Sachen, die in den Koffer reinkommen. Aber das habe ich noch nicht fertig gepackt, weil ihr wisst vielleicht, wenn man noch so sich abschminkt und so, dann braucht man halt die Sachen noch am Abend. Aber hier sind schon mal Stifte drin, so zwei. Dann ein Notebook, falls wir da was schreiben müssen und wir was brauchen. Dann mein Bullet Journal. Einfach hier zum Eintragen. Von dem Food Tracker und so. Das ist ganz gut, wenn ich das mache. Dann habe ich hier was für den Flug. Das kommt jetzt nicht in den Koffer. Da habe ich einfach so Ricola-Bonbons, Kopfhörer, Desinfektionsmittel, Lipbalm und sowas. Und Ohrstöpsel. Die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich das eh nicht benutze. So, das legen wir hier hin. Dann haben wir noch so Trockenshampoo, Shampoo, Spülung, Duschgel und so Zeug. Das kommt hier rein. Dann haben wir hier Haargummis und sowas einfach. Das braucht man auch immer. Das ist mein Schminkzeug. Das brauche ich am Morgen auch nochmal. Meine Hautpflegesachen, Tampons braucht man auch. Dann meine Hautcremes, mein Waschgel und so Zeug einfach. Das ist auch noch nicht komplett. Da kommt noch Zahnbürste rein und so. Zeige ich euch die Sachen, die ins Handgepäck kommen. Und zwar einmal ist das mein Handgepäcksrucksack. Der ist jetzt nicht so schön, aber halt für den Laptop ist es gut. Dann meine Kameratasche. Da kommt noch die Kamera rein, mit der ich filme. Dann mein Buch für meine Deutschprüfung. Das habe ich 3 Tage, nachdem ich zurück bin. Deshalb muss ich das fertig lesen. Ich bin kein Fan von so Büchern von alter Zeit, aber ich muss es halt lesen. Schon gezeigt, dann natürlich meine Geldbörse. Dann haben wir noch so 2 Mini-Wörterbücher mitgenommen. Dann meine alte Brille als Ersatz. Meine Sonnenbrille und die Hülle von meiner Brille, die ich gerade anhabe. Dann halt noch diese Mappe von Jürgen Mattes und noch mein Laptop. Kommt hier rein in diese Hülle, die habe ich von Amazon. Außerdem nehme ich noch meinen Mehrfachstecker mit und mein Selfie-Stick ist auch schon drin. Ansonsten nehme ich einfach mit meinem PC, mein Handy und Kabel und alles von diesen beiden Sachen. Und diese Mehrfachsteckdose ist halt gut, weil man da halt nur einen Adapter braucht. Das, was mir noch fehlt, sind Tabletten für Kopfschmerzen, weil ich lieber meine eigenen dabei habe. Dann fehlt mir noch eine Beanie-Mütze oder irgendwie sowas, einfach eine Kopfbedeckung. Und ansonsten habe ich auch alles und natürlich noch mein Handy und so, aber das kommt eh in Handgepäck. Und dann muss ich noch 2 Videos fertig schneiden, weil ich habe voll viele Videos gedreht. Videos versorgt werdet. Ich habe alle 3 Tage ein Video für euch, was schon richtig viel ist. Ich habe irgendwie so 5, 6 Videos gedreht. Ich bin echt stolz auf mich. Nachdem ich zurückgekommen bin, wird es dann auf jeden Fall so ein Schwall von England-Videos geben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet.
Und vielleicht in die Kommentare schreibt, ob ihr schon in London oder Eastbourne oder so wart, also in England, und ob ihr schon mal eine Sprachreise gemacht habt. Das wird mich sehr interessieren. Und ja, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Tschüss!